Es freut uns sehr, dass dein Exopack auf dem Weg zu dir ist. Hi, ich bin Pascal und ich zeige dir in ein paar einfachen Schritten, wie du dich auf dein erstes Exopack-Training vorbereitest. Dein Exopack kommt verpackt in diesem stylischen Turnbeutel. Er ist ebenso super praktisch. Wir nutzen ihn zum Beispiel super gerne zum Einkaufen. Dein Exopack versenden wir übrigens komplett ohne Verpackungsmüll und Printmedien. Wenn dein Exopack bei dir ankommt, hast du alles, was du brauchst. Hier oben findest du alles für deine Workouts. Und zwar deine Manschetten für die Arme und deine Manschetten für die Beine. Ebenso deine Griffe und ein Wäschenetz, um deine Manschetten in der Waschmaschine zu waschen. Hier oben in der Organisation hast du ebenfalls genügend Platz, um Wertgegenstände wie Schlüssel oder Portemonnaie sicher zu verstauen. Wenn du dich auf dein Training vorbereitest, solltest du zuerst die Manschetten ummachen. Die großen Manschetten sind für die Beine und die kleinen Manschetten sind für die Armgelenke. Wenn du die Manschetten anlegst, achte bitte darauf, dass das Softpad mit D-Ring immer zum Körper zeigt. Heißt hier unten, bei den großen Manschetten, zeigt der D-Ring bitte stets nach oben. Ein kleiner Tipp für die Manschetten für die Arme. Wenn du sie ganz einfach ein bisschen vorsteckst, so wie hier, kannst du sie noch einfacher an deinen Handgelenken befestigen. Auch hier zeigt der D-Ring bitte immer zum Körper. Wenn wir dein Exopack ausliefern, sind bereits 4 Widerstandsbänder im Modul fixiert. Alle anderen Bänder findest du in deinem Beutel, in diesem kleinen Beutel verpackt. Du kannst die Bänder also jederzeit nachrüsten. Dafür ganz einfach hier unten an den Gummis dein Modul öffnen. Deine weiteren Widerstandsbänder im Modul fixieren. Dafür musst du die Bänder einfach hier in unser simples Plug-and-Gain-System einstecken. Danach den Deckel schließen, die Gummis fixieren und das war's auch schon. Sicherlich weißt du, wie man einen Rucksack aufsetzt. Allerdings ist Exopack einfach so viel mehr als nur ein Rucksack. Darum solltest du bitte darauf achten, dass dein Exopack immer schön kompakt am Körper sitzt. Dafür die Schulterträger bitte schön festziehen und den Hüftgurt einmal schließen und ebenso bitte einmal festziehen. Hier oben hast du einen höhenverstellbaren Brustgurt, auch den bitte einmal schließen. Das war's auch schon. Wie bei einem guten Wanderrucksack kannst du an deinem Schultergurt und an dem Hüftgurt jederzeit während des Trainings die Lastenverteilung ein wenig justieren. So sitzt dein Exopack immer perfekt. Nachdem du das alles gemacht hast, bist du auch schon startklar. Jetzt musst du nur noch deine Widerstandsbänder an den Manschetten fixieren. Die schwarzen sind für die Arme und die roten Bänder sind für die Beine. Entweder machst du es so im Stehen oder du gehst einfach leicht einmal in die Knie. Das kannst du dir natürlich aussuchen. Das war's auch schon. Hier oben geht's zu deinen ersten Workouts. Ich wünsche dir viel Freude dabei.